Hey, ich bin Kevin von T-Vape Deutschland. Du hast eine gute Wahl mit dem Süßeisbahn getroffen. Lass mich dir in diesem Video zeigen, wie du ihn stets sauber und instand hältst, um stets bestmögliche Dampfergebnisse zu erzielen. Lass uns zuerst durch die Materialien gehen, die du dafür brauchst, bevor ich dir ein paar allgemeine Tipps geben werde. Du benötigst folgende Materialien: 99%igen Isopropylalkohol, frisches Wasser. Der Eisbahn ist super einfach zu reinigen. Du musst dich lediglich um die Aluminiumröhrchen, Silikondichtungen, Schläuche, Eisbehälter und den Deckel kümmern. Du kannst den Eisbehälter und den Deckel im Geschirrspüler einen vollen Zyklus durchlaufen lassen. Lass die Teile anschließend lufttrocknen, bevor du sie wieder einbaust. Entferne die Schlauchdichtung und weiche die Röhrchen, Dichtungen und Schläuche nicht länger als eine Stunde im Isopropylalkohol ein. Wenn du möchtest, kannst du die Dichtung noch einmal mit einem feuchten Tuch abwischen. Spüle alle Teile anschließend ab, lass sie trocknen und montiere zuerst die Schlauchdichtungen, bevor du den Rest des Eisbahns wieder zusammenbaust. Wir empfehlen, den Eisbahn vor der ersten Anwendung gründlich zu reinigen und danach regelmäßig alle paar Sessions auszuspülen und komplett trocknen zu lassen. Du stellst somit sicher, dass keine kleinen Wasserrückstände zwischen den Aluminiumröhrchen gefrieren und später den Dampfweg blockieren. Außerdem empfehlen wir, die Schläuche und Dichtungen je nach Nutzungsgrad alle paar Monate zu ersetzen und den Eisbehälter sowie den Deckel im Geschirrspüler zu reinigen. Somit stellst du stets frischen, hochwertigen Dampf sicher. Du kannst es natürlich je nach Bedürfnis auch häufiger machen. Das war's. Wir hoffen, du hast viel Spaß mit deinem Süßeisbahn. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, zöger nicht, uns zu kontaktieren.